Die Umweltschutzorganisation Greenpeace feiert zur Stunde ihr 50-jähriges Bestehen. Auch Bundeskanzlerin Merkel nimmt an dem Festakt in Stralsund teil. Am 15. September 1971 hatten sich Pazifisten und Atomkraftgegner zusammengeschlossen, um mit einem Fischkutter einen Atomtest vor Alaska zu verhindern, die Geburtsstunde von Greenpeace. Darauf folgten viele weitere, teils umstrittene Aktionen. Ungewohnt festlich geht es heute im Stralsunder Ozeaneum zu, bei den sonst so rebellischen Greenpeace-Aktivisten. Sie feiern ihren 50. Geburtstag, unter den Gratulanten auch die Bundeskanzlerin. Die Liste der Aktionen von Greenpeace, um die Weltöffentlichkeit auf ökologische und humanitäre Missstände aufmerksam zu machen, ist lang. Greenpeace machte sich damit wahrlich nicht nur Freunde, wie die Behinderung und Verfolgung von Aktivisten in vielen Staaten der Welt immer wieder zeigten. Seit der Gründung 1971 weiß Greenpeace die Macht der Bilder für sich zu nutzen, sowie beim Kampf gegen den Walfang. Für Aufsehen sorgt Greenpeace unter anderem 1995. Die Aktivisten kapern die Shell-Ölplattform Brent Spar. Sie verhindern, dass sie inklusive giftigem Ölschlamm im Atlantik versenkt wird. Das war ein Erfolg, aber er war erkauft mit unwahren Behauptungen über die Giftmenge an Bord dieser Plattform. Und das ist Greenpeace schwer auf die Füße gefallen. Das hat auch am Image wirklich gekratzt. Ein Misserfolg bei einer Aktion ist für Greenpeace nicht wirklich gravierend. Wie zuletzt während der Fußball-Europameisterschaft in München. Ein Gleitschirmflieger versucht, eine Protestaufschrift über dem Stadion abzuwerfen, verfängt sich in einem Stahlseil und stürzt ab. Zwei Menschen werden verletzt. Trotzdem ist gerade diese mutigen Aktionen immer wieder diejenigen, die gesellschaftliche Debatten anstoßen und auch zu Gesetzen bringen. Und deswegen ist und bleibt die Macht der Bilder für Greenpeace ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Umweltzerstörung. Alles begann mit einem Fischkutter und Protesten gegen Atomtests vor Alaska. Heute, 50 Jahre später, ist Greenpeace eine der bekanntesten Umweltschutzorganisationen überhaupt. Die spektakulären Aktionen ihrer AktivistInnen werden in der Öffentlichkeit oft bewundert, bei Regierungen, Konzernen aber gefürchtet. Einer ihrer größten Erfolge, 1995, stemmen sie sich erfolgreich gegen die Versenkung der Shell-Bohrinsel Brent Spar im Atlantik. Gunnar Krüger über 50 Jahre Greenpeace. Amsterdam, die Rainbow Warrior. Keine Feier, nur eine Führung, exklusiv für Spender. Der Kontrast ist groß zu diesem Kutter. An Bord 1971 keine Profis, sondern Hippies. Am Anfang von Greenpeace waren eine Handvoll Aussteiger, die dachten, man muss mal etwas machen gegen das atomare Wettrüsten. Dass das ein Medienereignis wurde, das merkten diese Männer tatsächlich erst, als sie zurückkamen. Fernsehen braucht Bilder. Greenpeace liefert. Der erste Bericht im ZDF. Ein bisschen Abenteuerlust ist schon dabei. Umweltschutz und Happening im Hafen. Später geht es gegen Atomtransporte, Gentechnik und, pardon, Dieselschweine. Immer provokant, meist illegal, oft lebensgefährlich. Das hat Greenpeace 50 Jahre lang am Laufen gehalten. Dieser Glaube, dass ein Einzelner mit mutigen Taten etwas verändern kann. Der Mut sorgt auch mal für Kopfschütteln oder für Empörung. Dieser Absturz bei einem EM-Spiel produzierte die falschen Bilder. Und für die richtigen fehlen Angriffsflächen. Ölplattformen werden heute recycelt. Ölkonzerne bezwingt Greenpeace jüngst vor Gericht, nicht im Schlauchboot. An Bord aber, meinen sie, auch nach 50 Jahren brauche es beide, Anwälte und Aktivisten. Es begann mit ein paar bärtigen Atomkraftgegnern, Pazifisten und Walfanggegnern auf einem Fischkutter. Und daraus wurde die weltweit agierende Umweltorganisation Greenpeace. Seit nun 50 Jahren setzen sich die Aktivistinnen und Aktivisten ein, um auf Klimawandel und Umweltverschmutzung aufmerksam zu machen. Doch mit ihren teils spektakulären Aktionen macht sich Greenpeace nicht nur Freunde. Im Schlauchboot auf dem offenen Meer oder hoch oben auf Schornsteinen eines Chemiewerks. Mit teils spektakulären Aktionen kämpft Greenpeace seit 50 Jahren für den Umweltschutz. Begonnen hat alles am 15. September 1971 mit einem kanadischen Fischkutter vor Vancouver. Ein Dutzend Aktivisten protestierte gegen die Atomversuche der USA.
Die erste Aktion in Deutschland war 1980 in der Nordsee. Greenpeace will verhindern, dass umweltschädliche Dünnsäure im Meer entsorgt wird. Mit Erfolg. 10 Jahre später wird diese Praxis verboten. Bereits in den 70er Jahren kämpfen die Umweltschützer gegen den kommerziellen Walfang. 1986 wird er schließlich untersagt. Wieder ein großer Erfolg für Greenpeace. Die Organisation wird aber auch angegriffen. 1985 wird ihr Schiff Rainbow Warrior von Neuseeland vom französischen Geheimdienst versenkt. Ein Fotograf an Bord kommt dabei ums Leben. Die Umweltschützer kämpfen gegen die Zerstörung des Regenwaldes und für den Schutz der Antarktis. Immer öfter setzen sie dabei auf den komplizierteren Rechtsweg. Jüngster Erfolg? Das Bundesverfassungsgericht gab der Klage von Greenpeace und anderen Umweltaktivistinnen recht. Die Bundesregierung muss ihr Klimaschutzgesetz deutlich nachbessern. Aber es gibt auch Kritik. Vor allem an gefährlichen Aktionen, wie zuletzt bei der Fußball-Europameisterschaft im Juni. Ein Greenpeace-Aktivist hatte bei einer Bruchlandung im Münchner Stadion 2 Menschen verletzt. Beharrlich und streitbar, überzeugt und überzeugend. So die lobenden Worte von Kanzlerin Merkel. Ja, dass einmal Regierungschefs höchstpersönlich zum Greenpeace-Jubiläum gratulieren, hätte vor 50 Jahren wohl keiner gedacht. Im September 1971 schlossen sich Pazifisten und Atomkraftgegner zusammen. Sie wollten dem Wettrüsten nicht mehr nur zuschauen, sondern etwas tun, Aufsehen erregen. Und genau das macht Greenpeace bis heute. Oft mit spektakulären Aktionen. Die Organisation hat den weltweiten Umweltschutz geprägt und dafür gesorgt, dass er oben auf der politischen Agenda steht. Und ihre Mission ist dringlicher denn je. So hält sich die Feierlaune auf dem Greenpeace-Krieger in Grenzen. In Amsterdam liegt ein Krieger im Heimathafen. Die Rainbow Warrior ist das schwimmende Symbol von Greenpeace. An Bord heute keine Feier. Kapitänin Hetty Genen ist so nüchtern, wie ihr Rang es verlangt. Aber auch begeistert von ihrer Mission. Kapitän ist ein Beruf, nicht so jeder ein Beruf. Kapitän, das ist ein Beruf, so wie jeder einen hat. Die Rainbow Warrior aber ist eine Bühne. Und das gefällt mir. Wir erreichen Menschen vor Ort. Wir geben ihrem Kampf für die Umwelt eine laute Stimme, weil wir so eine große Organisation sind. Die Greenpeace-Story beginnt vor 50 Jahren. Ein Kutter, 12 Männer und der vergebliche Versuch, einen Atombombentest vor Alaskas Küste zu verhindern. Am Anfang von Greenpeace waren eine Handvoll Aussteiger, die dachten, man muss mal etwas machen gegen das atomare Wettrüsten. Dass das zog, sozusagen jenseits des eigenen Zirkels von Hippies, dass das ein Medienereignis wurde, das merkten diese Männer tatsächlich erst, als sie zurückkamen. Der Überraschungserfolg wird zum Greenpeace-Prinzip. Hinfahren, wo es wehtut, zeigen, dass man da ist. 1979 werfen Briten strahlenden Abfall in den Atlantik und nennen es Entsorgung. Sie versenken ihren Müll im Meer. Ein Meer, das uns allen gehört. Fragt nicht uns, warum wir hier sind. Fragt sie. Schlauchboote gegen Frachter. Der Müll sinkt trotzdem. Die Bilder aber gehen um die Welt. Die unmittelbare Anlage, David gegen Goliath, ist eine, man ist sozusagen unterlegen, man kann das konkrete Ereignis nicht unterbinden, aber man hat ein Zeichen gesetzt, man hat Bilder produziert und man arbeitet dann weiter. Der Rainbow Warrior ist ein ehemaliges Forschungsschiff. Rotterdam 1980. Fernsehen braucht Bilder. Greenpeace liefert. Ein Frachter verklappt Chemieabfälle. Das ZDF berichtet erstmals und mit kritischer Distanz über Greenpeace. Start der Schlauchboote. Sie sollen das Auslaufen der Gifttanker verhindern. Ein bisschen Abenteuerlust ist schon dabei. Umweltschutz und Happening im Hafen. 1980 auch der erste Auftritt von Greenpeace in Deutschland. Es geht gegen Atomtransporte, gegen Gentechnik und, pardon, Dieselschweine. Greenpeace-Aktionen sind immer provokant, oft illegal, manchmal lebensgefährlich. Der Geist dieser ersten Crew, die losfuhr, um die Atombombe zu stoppen, der lebt noch. Er hat uns 50 Jahre am Laufen gehalten. Der Glaube, dass ein Einzelner mit mutigen Taten etwas bewegen kann. So viel Mut sorgt auch mal für Kopfschütteln. Die gelbe Sonne in Berlin war noch harmlos. Der Gleitschirm beim EM-Spiel in München war es nicht.
Greenpeace entschuldigte sich damals und rechtfertigt sich heute. Wir leben in einer Welt, in der Firmen wie VW und Daimler die Slogans von Greenpeace übernommen haben. Sie sagen, es gibt nur eine Welt. Wir brauchen null Emissionen. Die ganze EM war voll davon. Wie kommen wir dazwischen, um zu zeigen, dass sie das Problem sind? Das Problem der Aktivisten. Angriffsflächen schwinden. Ölplattformen werden recycelt. Ölkonzerne geben sich grün. Greenpeace bezwang Shell zuletzt vor Gericht, nicht im Schlauchboot. Hetty Genen meint, es brauche Anwälte und Aktivisten. Ihr Schiff setzt Kurs auf die Klimakonferenz. Vielleicht. Fahren Sie nach Glasgow? Schauen wir mal. Sicher ist, der Krieger wird weiter von sich reden machen. Na, davon ist auszugehen. Jüngst hat Greenpeace die goldene Kotzwurst verliehen, aus Protest gegen Billigfleisch.